Wenn man heute an einen Film wie Tron denkt, der aus Computergrafiken aus dem Jahre Schnee besteht, dessen Animationen teilweise aus den frühen 80er Jahren tatsächlich digital hergestellt wurden, merkt man, was für ein Aufwand für den Film betrieben wurde. Andere Szenen wurden rotoskopiert, wurden mit anderen grafischen Darstellungsoptionen verfeinert, die in erster Linie für Zeichentrick- und Animationsfilme damals verwendet wurden. Was im Endeffekt dafür sorgt, dass Tron einen einzigartigen und meiner Meinung nach einfach großartigen Look hat. Die Story an sich ist ziemlich simpel. Wir kennen sie aus den Sieben Samurai und aus anderen ähnlichen Filmen. Was sie in dieser besonderen Fassung allerdings interessant macht, ist wirklich die Visualisierung. Und Tron ist zwar kein wahnsinnig spannender Film, aber er ist auch im Jahre 2012 noch wahnsinnig interessant anzusehen, sehr gut gemacht und auch wegen Hauptdarstellern wie Jeff Bridges und Bruce Boxleitner. Auf jeden Fall sehenswert.